Wir befinden uns auf einer wunderschönen Reise in den hohen Norden Europas. Über Deutschland, von Rostock per Fähre ausgehend, geht es nach Finnland, weit in den hohen Norden mit dem Ziel Rovaniemi, die am nördlichen Polarkreis gelegene Stadt. Unser Weg führt uns über Helsinki in die Kulturhauptstadt von 2011, Turku, weiter nach Oulu. Wir überqueren die Baltische See auf einer Eisstraße zur Insel Hailuoto. Von hier geht es weiter nach Kemi, wo wir auf einem Eisbrecher besondere Momente erleben. Eine besondere Ausnahme für Manuela und Christiane ist es, auf der Brücke vom Kapitän empfangen zu werden. Was wir hier sehen, erklärt der Kapitän, sind Radare in verschiedenen Größen und Skalierungen sowie mit diversen Transmittern ausgestattet. Der eine Monitor hier ist ein 10-Zentimeter-Radar und gibt uns beste Sicht auf See und Überblick, damit wir so auch weite Ziele anpeilen können. In der zweiten Nacht fahren wir bereits über dickes Eis. Es fühlte sich an, als würden wir auf den Kufen eines Schlittens über Natureis fahren. Helsinki ist die Hauptstadt mit einer Bevölkerung von über 580.000 Einwohnern. Die schöne nordische Stadt ist politisches, wirtschaftliches, kulturelles und geistiges Zentrum Finnlands. Orthodoxe Gläubige sind in Helsinki seit der russischen Zeit ansässig. Haupt- und Bischofskirche ist die berühmte Uspenski-Kathedrale. Helsinki erstreckt sich auf einer Fläche von 715 Quadratkilometern, wovon nur ein Drittel Land ist. Offiziell ist sie zweisprachig, Finnisch und Schwedisch. Alter finnischer Brauch ist es, die Matura groß und öffentlich zu feiern. Die Absolventen verabschieden sich von ihrer Schulzeit, indem sie Süßigkeiten an die anderen Kinder verschenken. Auch unsere Reisenden, Manuela und Christiane, kommen in diesen Genuss. Finnland steht beachtenswerterweise auf einer der Spitzenpositionen der PISA-Studie. Die Direktorin einer Schule erklärt das System des Erfolges. So liegt der Schlüssel im Verweben von Theorie und Praxis. Eine sehr gute und integrative Ausbildung der Lehrer ist Voraussetzung. Jeder Grundschullehrer braucht diesem System nach seinen Master. Ich denke, das ist das Generelle an einer Ausbildung. In der Mitte des Senatsplatzes steht ein Denkmal für den wegen seiner finnlandfreundlichen Politik geachteten Zaren Alexander II. Rund um den Platz liegt ein einzigartiges klassizistisches Ensemble mit dem Dom, dem alten Senatsgebäude und dem Hauptgebäude der Universität, sowie im Süden das Sederholmhaus, das älteste Haus der Stadt. Wir gelangen zur Stadt Turku. Sie liegt an der Südwestküste. Von der Gründung im 13. bis ins 19. Jahrhundert war sie die wichtigste Stadt Finnlands. Der Dom ist das bedeutendste Beispiel für mittelalterlichen Kirchenbau in Finnland. Bekanntestes Grabdenkmal im Dom ist der Sarkophag der schwedischen Königin Karin Mansdotter. Um auch bei Eiseskälte dem Einkauf nachkommen zu können, wurde eine beheizte Einkaufsstraße geschaffen. Vom Balkon des Brinkala-Hauses wird alljährlich der Weihnachtsfriede verkündet, in finnischer und schwedischer Sprache. Das Original befindet sich im Rathaus. Turku wurde wie Temelin, die Hauptstadt Litauens, zur Kulturhauptstadt 2011 ernannt. Wir fragen die Direktorin des Museums, ob dieses nur für die Zeit der Ausstellung erstellt wurde und erfahren, dass es extra für dieses Jahr angefertigt worden ist. Allerdings wird auch danach einiges von dem Interieur erhalten bleiben. Die Überlegung dabei ist, dass man sich an den Objekten ferner ja auch erfreuen soll. Das Kulturhauptstadtprogramm steht unter dem Motto Turku in Flammen. Dies soll Anspielung auf die vielen Brandkatastrophen sein, die im Laufe der Geschichte die Stadt heimgesucht haben.
Andererseits ist es als Würdigung der künstlerischen Dynamik und Kreativität Turkus zu sehen. Tief verschneit und winterlich abgelegen liegt ruhig inmitten der schönen Landschaft das Museumsdorf. Wohl eine der größten typischen Saunalandschaften Finnlands befindet sich außerhalb Turkus, wo man sich dementsprechend erholen und entspannen kann. Nantali, ein typischer Sommerort, zeigt sich auch tief verschneit in den schönsten Farben. Etwas Spezielles ist auch das Sunborn Princess Hotel, welches sich als ausgemusterter Luxusliner darstellt. Wir entscheiden uns für das Erobern der finnischen Landschaft mit dem Snowmobile. Aufgrund der Weite des Landes und des vielen Schnees ist es üblich, mit Schneemobilen unterwegs zu sein. Etwas, was natürlich Christiane und Manuela einen Riesenspaß bereitet. Das Dahinsausen durch schneebedeckte Landschaften ist für die Einheimischen allerdings etwas ganz Normales und im Winter absolute Notwendigkeit, um sich rasch durch die immensen Schneemassen fortzubewegen. Auch hierzulande gibt es natürlich Verkehrsschilder, die man keineswegs missachten sollte. Ob Sommer oder Winter, das Fischen erfordert Geduld, leider auch bei geringem Erfolg. Zu wenig für eine ganze Familie, meinte der Fischer. Natürlich hat das schöne Finnland auch seine faszinierende Kulinarik. Was bei uns Rindsgulasch oder Filetbraten ist, ist in Finnland das leckere Elchgulasch oder das Rentiersteak. Petersilie kann man dazugeben. Wir machen es aber hier nicht, weil es nicht dazugehört. Auf der Höhe von Oulu überqueren wir die 70 cm zugefrorene Baltische See. Dieses ist in der Zeit von Mitte November bis März ohne Probleme möglich. Dazu bekamen wir von den zuständigen Herren einige Informationen. Wir befinden uns nun auf dem zugefrorenen Baltischen Meerbusen, wo man von November bis März mit dem Auto darüber fahren kann. Dafür ist eine Grundstärke von mindestens 44, 45 cm nötig. In Spitzenzeiten, so wie jetzt, wo das Eis 70 cm dick ist, können sogar Fahrzeuge mit einem Gewicht von 4,5 Tonnen darüber donnern. So wie hier zum Beispiel auf der Strecke zwischen Oulu und der Insel Hailuoto.
Zuerst noch durch eine teils geöffnete Fahrtrinne kommen wir zusehends in absolut zugefrorene See. Es wirkt mühelos, wie sich der Brecher eine neue Spur bricht. Hierbei sei angeraten, sich mit arktischer Kleidung auszurüsten. Die Temperaturen fallen unter minus 30 Grad und bei Wind noch stärker. Als zusätzliches Touristenzuckerl erwartet die Passagiere im eigens dafür errichteten Planschbecken ein spaßiges Eisbaden. Der Gehstil erinnert eher an Pinguine. Spaß macht es allenfalls, auch wenn man doch sehr unbeholfen ist. Ohne Hilfe würde man hier wohl nicht mehr rauskommen. And huskies, they want to run all the time. Nicht so stark, aber ungemein ausdauernd sind die Huskies. Huskies wollen ständig laufen, auch wenn man bremst. Sie wollen ziehen. Wenn du von der Bremse gehst, sie starten sofort. Wenn du vom Schlitten gehst, ist er weg. Huskies sind die Schlittenhunde des Nordens. Wenn man ihnen freien Lauf lässt, ist es eine ganz besondere Freude, sich vom kräftigen Sechsergespann durch den tiefen weißen Schnee ziehen zu lassen. Ob Wolf, Iltis, der stets lauschende Luchs oder Polarfuchs, sie leben in einem großzügig angelegten Naturpark nahezu Rovaniemi. Die Eisbären müssen dennoch getrennt untergebracht werden. So erleben wir Tiere dieser Region in nahezu freier Wildbahn, die allerdings sehr geschützt ist. Gelangen wir zu einem außergewöhnlichen Eishotel, wo man übernachten und andererseits auch ganz offiziell heiraten kann. Wir können ja nur hoffen, dass in dieser herrlichen Kathedrale die Heirat dann nicht ganz so eisig verläuft wie der Ort, wo sie stattgefunden hat. Vorausgesetzt, Frau trägt das dazu passende Hochzeitskleid. Und hier ein ganz elegantes Hochzeitsbett in Erwartung seiner Gäste. Wann beginnst du mit dem Bauen und wie lange dauert es? Wir starten Mitte November und es benötigt ca. 5 bis 6 Wochen, um fertig zu sein. Es ist sicherlich eine Lebenserfahrung, einmal hier zu schlafen. Es gibt keine Heizung und wir haben bis minus 40 Grad Außentemperatur aus 15.000 Kubikmetern Schnee. Es gibt keinerlei Konstruktionen innerhalb des Schnees. Mitte April schließen wir das Hotel, der Boden wird zu warm und es sieht nicht mehr gut aus. Wir lassen es einfach schmelzen und Ende Juni ist alles weg. Es liegen nur mehr kilometerlange Elektrikkabel und hunderte Lichter herum. I pick up those and it's totally clean table for the next winter.
Wenn alles weggeräumt ist, warten wir auf den nächsten Winter. Im August starte ich wieder, Pläne zu machen. Und wenn die Außentemperatur ca. minus 10 bis 15 Grad, eben Mitte November, erreicht, beginnen wir wieder mit dem Bau. Jedes Jahr hat das Hotel ein anderes Aussehen, ein anderes Design. Es ist eine verrückte Idee. Nichts zu tun, aber zu viel Schnee. Doch von der Kälte findet man schnell zur Hitze und zum Herzen. Und so gelangen auch wir zum finnischen Tango, der dem argentinischen in nichts nachzustehen vermag. Er wird allerdings in sehnsuchtsvollem Moll weniger im fröhlichen Dur gehalten. Der Tanz ist Ausdruck und Feuer der nordischen Seele. Der argentinische und finnische Tango sind sehr unterschiedlich von der Tanzposition. Beim argentinischen Tango sind die Tanzpartner weiter voneinander entfernt. Ebenso ist die Schrittfolge und Musik anders. Der Tango wird bei uns auch in Tanzlokalen getanzt. Nach der erwärmenden Tango-Tanzstunde führt der Weg von Manuela und Christiane an einen spirituellen Ort. Sie besuchen Irene und ihren Mann, den Messermacher. Das ist die Übergut. Hier ist Übergut. Und das hier ist Dorf. Mit Kirche hier. Und hier ist die Sonne. Und hier ist Saman mit Trommel. In Norwegen, Lappland, Schweden, Lappland, Finnland, Lappland, Russland, Lappland. Und wenn wir gehen zu Kanada, sie haben Zaubertrommel auch, als Indianen. Ari, ihr Mann, ist in der weitläufigen Region um Rovaniemi wohl bekannt in der Herstellung der finnischen Messer und Holztassen. Der nordische Messermacher zeigt uns das Abmessen und dann das allmähliche Herstellen der weltweit bekannten Messer aus Elchgeweih. Jeder Messermacher besitzt sein eigenes Messermodell. Jedes Messer ist natürlich ein absolutes Unikat. Ein Puukko etwa, also das berühmte Finnenmesser, braucht nicht schön zu sein, was nicht heißen soll, dass ein schönes Messer von Nachteil ist, doch seine Aufgabe ist zu schneiden. Hier in dieser Manufaktur werden Werkzeuge gefertigt, wie sie schon von den Vorfahren hergestellt und benutzt wurden, so wie diese in aller Welt berühmten und begehrten Martini-Messer. Früher, sagt uns der Messermacher weiter, war es ein ganz wichtiger Beruf, weil man Messer und Tassen zum Überleben gebraucht hat. Der Faden hat eine Ähnlichkeit mit einer Darmsaite, wie bei einem Tennisschläger. Früher hat man diese aus Rentiersehnen hergestellt, jetzt jedoch nicht mehr. Es ist eine Nachahmung. Sie werden künstlich erzeugt und halten auch sehr gut. Die Produktion eines Messers ist unterschiedlich und richtet sich nach dem Aufwand und Größe. Das ist ein Messer für den allgemeinen Gebrauch. Man verwendet es zum Beispiel zum Fischen, man nützt es bei der Jagd. Es wird bei einer Häutung von Wild ebenso verwendet wie im Haushalt oder am Lagerfeuer. Ich schnitze ein Loch in den Stamm und danach wird das Holz in einer Salzlauge 24 Stunden gekocht. Das geschieht dazu, um eine schöne bräunliche Farbe zu bekommen. Eine große Aufmerksamkeit wird dem Schleifen gewidmet und dieser Vorgang ist besonders wichtig, um eine schöne Form zu bekommen. Tämmöinen ruskehtava väri saadaan
Die seuraava työvaihe on sitten pienentää tuo, kivattaa luu. Der Feinschliff wird von Hand gemacht. Wenn alle Arbeiten soweit sind, wird der Becher mit Öl behandelt als Schutzschicht und Glanz. Nur unweit von Irene und Ari befindet sich ein typisches Samendorf mit Holztipi. Hier erfahren Manuela und Christiane ein spezielles Zeremoniell, noch dazu in deutscher Sprache. Es tut nicht sehr, sehr weh. Ich schneide bloß 5 cm. Mit meinem Instrument hier. Keine Angst, ich mache das steril. Die Sage besagt, dass durch einen Schnitt in den Nacken böse Geister abgewehrt werden und nur das Schlechte entweicht. Hat nicht wehgetan? Ja, jetzt kommst du dran. Das macht dann Hula Hula. Oh, Hula! Steril machen. Willst du einmal pusten? Gut, jetzt mach die Augen zu. Weiters besagt sie, dass durch die Markierung mit Ruß auf der Stirne im Leben eines Rentiers die Punkte des Geweihs vorgegeben sind. Sollte man die Markierungen zu früh entfernen, so besteht die Möglichkeit, dass das Geweih sofort zu wachsen beginnt. Diese Marke hier, Sie müssen das noch behalten, 6 Stunden. Sonst kommt das schlechte Gas wieder zurück. Zum Abschluss der Reise steht natürlich noch der Besuch beim Weihnachtsmann auf dem Programm. Wie es sich geziemt, reisen unsere beiden Damen mit dem Rentierschlitten zum offiziellen Wohnort des Weihnachtsmannes am Polarkreis. Im Inneren des Gebäudes befindet sich die sagenumwobene spezielle Anfertigung der Zeituhr. Sie dient dem Weihnachtsmann zum Anhalten der Zeit, um wirklich alle Menschen in einer Nacht beschenken zu können. Guten Tag, guten Tag, hello, hello. Diese vielen Bitt- und Dankesbriefe aus der ganzen Welt, die an den Weihnachtsmann gerichtet sind, werden natürlich auch einzeln beantwortet. Dafür gibt es die eigens eingerichtete Postanlage, die von kleinen, eifrigen Wichteln bevölkert wird. So werden allmählich Manuela und Christiane mit Ende der Reise zu richtigen Trainees des Weihnachtsmannes. Rückfahrt nach dem 10 Stunden entfernten Helsinki wird angetreten und man freut sich, diesmal komfortabel mit dem Zug von Oulu aus zu reisen. Während der Rückreise lassen Manuela und Christiane noch einmal ihre über 4000 Kilometer lange Reise mit den schönsten Eindrücken Revue passieren.